Noch vor der vorgezogenen Bundestagswahl will FDP-Fraktionschef Christian Dürr womöglich einen Antrag über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine im Bundestag zur Abstimmung stellen. In der Ampelkoalition gab es ja ohnehin unterschiedliche Auffassungen. Kanzler Scholz und überwiegende Teile seiner SPD lehnen diese Taurus-Lieferung strikt ab. Teile der Grünen und die FDP sind dafür, ebenso die Union. Deborah Nebig mit den Hintergründen. Regierungserklärung im Bundestag. Bundeskanzler Scholz erteilt dem ukrainischen Wunsch nach Taurus-Marschflugkörpern eine deutliche Absage, mal wieder. Unverständnis beim Ex-Koalitionspartner FDP. Fraktionschef Christian Dürr wagt jetzt einen neuen Anlauf, stellt vor den Neuwahlen eine Abstimmung über die Taurus-Lieferung in den Raum. Ich kann mir durchaus vorstellen, wenn ich mir die Aussagen von Union und Grünen anschaue, dass so ein Antrag Erfolg haben könnte. Denn die Union pocht seit langem auf die Lieferung der Waffe mit einer Reichweite von mehr als 500 Kilometern, hatte mehrmals eigene Anträge in den Bundestag eingebracht. Doch damals existierte die Ampel noch und Grüne und FDP stimmten in Linie mit dem Kanzler. Dabei machen führende Grünen-Politiker keinen Hehl daraus, dass sie die Ukraine eigentlich gerne mit den Marschflugkörpern unterstützen würden. Den Bundeskanzler unter Druck setzen in dem Bereich halte ich prinzipiell immer für richtig. Ich bin ja schon seit langem dafür, dass wir die endlich liefern. Und es müsste spätestens jetzt auch endlich passieren. Trotzdem ist es unwahrscheinlich, dass die Grünen einem FDP-Antrag für Taurus zur Mehrheit verhelfen. Denn im Gegensatz zu den Liberalen sind sie noch Teil der Regierung. Und selbst wenn der Antrag Erfolg hätte, bei der Entscheidung über die Lieferung hat der Kanzler das letzte Wort.